Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, einen wunderschönen guten Morgen hier am verschneiten Montagmorgen zu unserem Education Monday. Heute wollen wir ja wieder ein bisschen in den Ausbildungspart gehen. Gebt mir mal bitte ein Feedback, ob ihr meinen Monitor schon sehen könnt und ob ihr mich hört. Und dann wollen wir gleich mal heute starten. Wunderbar, scheint zu funktionieren. Ja, Thema, ein ganz, ganz entscheidendes Thema an den Finanzmärkten. Das war auch immer so ein Ansatzpunkt für meine Forschungsarbeiten gewesen. War das eigentlich alle klassischen Analysesysteme und Indikatoren an den Märkten trendfolgend sind? Das heißt, es musste sich erstmal ein grundsätzlicher Trend an den Finanzmärkten etablieren. Und dann hat man im Prinzip erst die Handelssignale bekommen, um dann auf eine Fortsetzung dieses Trends zu setzen. Ja, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen wiederholt. Da hatte ich auch mal einen entsprechenden Artikel geschrieben, Buy and Hold Strategien sind überholt im Traders Magazin. Und man sieht es auch heute Morgen, die Märkte hier eigentlich relativ lustlos. Das ist wieder so ein typischer Montagmorgen, wo wir uns erstmal so ein bisschen orientieren müssen, was ist am Wochenende passiert. Die Daten müssen erst eingepreist werden und dementsprechend hier im vorbörslichen Handelsstart relativ lustlos. Und dementsprechend gerade in solchen Märkten, finde ich, ist es umso wichtiger, mögliche Umkehrpunkte an den Märkten zu lokalisieren. Und das wollen wir heute machen, wie hier wirklich in den Charts markante Punkte, wo wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Trendumkehr am Markt haben, ermitteln können und diese Punkte dann natürlich auch in unseren klassischen Handel mit einbauen können. Damit habt ihr natürlich einen riesigen Marktvorteil. Wenn keine ausgeprägten Marktphasen, keine ausgeprägten Trends, wie zum Beispiel heute Vormittag hier erscheinen, dann kommen wir trotzdem sehr, sehr früh in die Märkte und haben zumindest die Chance, die Position in die Gewinne zu fahren, wenige Punkte hier mitzunehmen oder aber sagen, die Märkte sind heute so lustlos, da lassen wir den Handel komplett außen vor, sodass man da gar nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird, weil trendlose Vermärkte sind meistens Märkte, in denen grundsätzlich die meisten Anleger ihr Geld hier verlieren und das ist ja genau das, was wir hier nicht wollen. Um das Ganze dementsprechend zu testen, wir haben ja in der letzten Woche mit unseren oder in den letzten beiden Wochen mit unseren Renko-Setups gearbeitet. Da haben wir auch einen Indikator mit drin gehabt, den wir hier zur Lokalisierung unserer Grenzbereiche am Markt genutzt haben. Und genau den wollen wir heute auch nutzen. Dann könnt ihr euch nochmal die Einstellung dieses Indikators einschauen. Und wie gesagt, den können wir nicht nur in unseren Renko-Setups nutzen, sondern diese Indikatoren nutze ich natürlich auch grundsätzlich in allen Märkten, in den Originalen Charts, um dementsprechend hier dann auch, wie jetzt zum Beispiel im DAX 30, das, was wir sehen, ist unser Minutenchart, hier mögliche Wendepunkte zu lokalisieren und dementsprechend da meine Einstiege zu finden. Ja, der Indikator ist unser sogenannter Fast TMA Line Indikator. Den hatten wir ja in der letzten Woche schon in den anderen Setups besprochen. Und ich möchte euch nochmal zeigen, wie wir die Einstellungen hier nutzen, um uns diese Grenzbereiche hier am Markt zu lokalisieren. Natürlich als erstes in jedes Setup packe ich mir meine Fibo-Pivot-Marken mit rein, damit ich erstmal eine grundsätzliche Orientierung habe. Wo befinden wir uns denn am Markt? Wir sehen, wir pendeln hier jetzt gerade um das R1-Level herum. Das heißt, wir hatten hier eine relativ freundliche Eröffnung heute mit einem kleinen Kurssprung nach oben durch die amerikanischen Vorgaben. Das war wieder diese sogenannte Night Attack, die ich euch immer ans Herz lege. In der letzten halben, dreiviertel Stunde des Handelstages haben wir immer sehr, sehr starke Trendbewegungen bei den Amerikanern. Das war diesmal nach der deutlichen Korrektur im normalen Handel hier die klassische Gegenbewegung, diese sogenannte Night Attack. Und diese Punkte, die haben wir heute Morgen hier im DAX erstmal mit eingepreist. Deshalb auch dieser Kurssprung nach oben. Aber habt auch im Hinterkopf, wenn ich unseren Chart hier ein bisschen stauche. Einmal am Tag, an 4 von 5 Tagen die Woche, wollen wir runter im Laufe der aktuellen Handelszeit ans Pivot-Level. Ja, und das Pivot-Level, da seht ihr, ich muss den Chart schon relativ weit stauchen, liegt aber daran, dass wir hier kaum Bewegung heute am Markt im vorbörslichen Handel haben. Das liegt hier deutlichst weiter unten. Wir sehen das schon, ich muss hier weit, weit, weit nach unten scrollen. Dann kommt hier unten bei 453 unser Pivot-Level. Und das ist immer für mich noch so im Hinterkopf die Erwartung, dass wir da heute eventuell einmal im Tages
Verlauf runterlaufen. So, um uns jetzt die Linien einzublenden, nehme ich einmal meinen Fast-TMA-Line-Indikator. Den kann ich dementsprechend per Double-Click oder per Drag-and-Drop in den Chart reinziehen. Dann öffnet sich hier unser Pop-up-Fenster für die äußere Abweichung. Wir sehen für mich relevant, ich nehme hier diese TMA-Periode von 56. MA steht auch für Moving Average. Ist hier auch wieder dieser gleitende Durchschnitt, um den sich ja grundsätzlich die Märkte hier immer bewegen. Nutzen wir ja grundsätzlich in allen Setups, um dementsprechend mit gleitenden Durchschnitten ein bisschen das Marktrauschen rauszunehmen. Und für mich als erstes relevant ist dann dieser Multiplier. Das sind so die Abweichungen, wo wir uns genau diese Grenzbereiche hier mit raussetzen können. Für den ersten Wert setze ich den auf 5. Die Grenzlinien will ich auch mit einer durchgezogenen Linie hier haben und verändere die Farben 1 und 2 hier auf Rot und Blau, dass ich mir meine Kauf- bzw. mehr meine Verkaufszonen hier dementsprechend im Chart markieren kann. Ja, und habe jetzt hier, wenn alles funktioniert hat, mein erstes Band mit drin. Das ist das Band, was wirklich relativ selten überschritten oder unterschritten wird. Und man sieht das, warum wir immer wieder in die Mitte korrigieren würden. So, natürlich hier bei der ersten Einstellung, wenn ich den Multiplier auf 5 habe, nutzen wir hier auch nochmal das Show Center Line. Den setzt ihr bitte auf True, dass wir da als Orientierung die Mittellinie haben. Ja, und wir sehen schon aus dem Nachthandel heraus, die ist weiß. Weiß deutet hier uns an, wir befinden uns in einem Seitwärtstrend hier am Markt. Und wir sehen aber auch dieses typische Eröffnungsszenario. Das Ganze, was wir links sehen, ist ja praktisch hier unser vorbörslicher Handel gewesen. Das die 9 Uhr, das Serverzeit, ist ja unsere 8 Uhr, unser Handelsstart um 8 Uhr. Und das schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Das ist auch eine Strategie, die ihr nutzen könnt. Um 8 kommt natürlich Schwung rein in die Märkte. Und ihr seht, dann wird gerne mal dieses obere oder untere Band überpaced. Das heißt, wir sehen hier durch den Handelsstart den deutlichen Ausbruch nach oben. Aber in der noch laufenden Minute erfolgt dann hier auch die Korrektur wieder in dieses Band herein. Das sind wirklich nur durch den Handelsstart kleine Ausreißer nach oben oder nach unten. Aber wir gehören hier in diese Bereiche nicht rein. Das sind wirklich Grenzbereiche im Markt. Und dafür nutzen wir diesen Indikator, um uns dementsprechend hier am Markt zu positionieren. Und für mich natürlich ein ganz klares Szenario, wenn ich hier um 8 diesen Ausbruch nach oben sehe, was ja eigentlich ein sehr positives, sehr freundliches Szenario ist, nutze ich dieses Szenario, um genau in diesem Bereich, wenn wir so deutlich hier ausbrechen, eigentlich eine Gegenposition am Markt zu eröffnen. Also in dem Fall um 8 hier gleich eine Sell-Position in den Markt reinzulegen, weil ich weiß, wir werden wieder in Richtung unseres mittleren Bandes dieser weißen Centerline hier rein korrigieren. Und das ist dann eine schöne Bewegung. Das waren heute Abend, heute Morgen auch gleich mal über 10 Punkte, die wir gleich wieder korrigiert haben. Und wir sehen, die Nervosität am Markt, die hat angehalten. Wir sehen 2 Minuten später um 8:02 Uhr praktisch auch diesen deutlichen Ausbruch nach unten aus diesem Band. Wir sehen hier unsere Kerze, die hier deutlich aus diesem Band nach unten ausbricht. Und auch das weckt wieder bei mir die Intention, hier genau die Gegenposition zu eröffnen, hier auch wieder darauf zu setzen, dass der Markt wieder in Richtung seines gleitenden Durchschnittes hier sich positionieren wird. Und wir sehen auch sofort die Gegenbewegung genau wieder an die Mittellinie. Dafür nutzen wir gleitende Durchschnitte, diese sogenannten Moving Averages an den Märkten, um diese Bewegung zu glätten. Und wir sehen auch in der Historie, in diesem sehr, sehr ruhigen Nachthandel, dass wir uns eigentlich immer um dieses Band bewegen. Und natürlich durch Nachrichten, durch Markteröffnungen haben wir diese Ausbrüche nach oben oder nach unten. Und diese können wir aber sehr, sehr schön mittels dieses Indikators nutzen, um uns mögliche Wendepunkte, Umkehrpunkte am Markt zu lokalisieren. Natürlich habe ich noch weitere Bänder drin. Das Spiel haben wir sowohl in unserem Renko-Setup als auch in den normalen Charts 3-mal gemacht. Also ich hole mir nochmal den Indikator. Jetzt setze den erneut ein, Multiplier auf 4. Diesmal lasse ich die gestrichelten Linien, weil ich möchte ja meine beiden gestrichelten Linien haben. Setze jetzt nur die Farben 1 und 2 auf Rot und Blau, um meine beiden gestrichelten Linien hier im Markt einzublenden. Und das Ganze ein weiteres Mal mit dem Multiplier dann auf 3. Also modifiziere hier erst wieder meine Farben, so wie ihr es eigentlich in der letzten Woche auch in unserem Renko-Setup gesehen habt, nutze ich die Indikatoren oder diesen Indikator dreimal hier halt auch in dem normalen Chart.
Und wir sehen, dann haben wir hier unsere klassischen Bänder. Ja, und jedes Mal, und das nutze ich halt sehr, sehr gerne, wenn wir in diese Bänder eintauchen, im Originalchart, also nicht nur in dem Renko-Chart, sondern im Originalchart, ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Trendumkehr in diesen Bereichen natürlich umso größer. Und ihr seht, hier haben sich dann heute Morgen in diesem sehr, sehr ruhigen Markt eigentlich sehr viele Handelssignale schon generiert. Weil wir sehen, was ich sehr gerne handle im Opening, setze ich sofort auf eine Gegenbewegung, also dieser Ausbruch heute Morgen hier um 8 Uhr aus diesem oberen Band offeriert mir halt in dieser Zone sofort einen Selltrade, weil ich weiß, wir werden wieder und wir wollen wieder an diesen mittleren leitenden Durchschnitt hier hinein korrigieren, genauso der deutliche Ausbruch auch nach unten. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese Charts, diese Indikatoren mal längerfristig nutzt, wie selten eigentlich die Ausbrüche aus diesen Bändern sind. Da haben wir wirklich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, uns wirklich sogenannte Umkehrpunkte, Trendwendepunkte am Markt zu lokalisieren. Und damit sind wir natürlich deutlich schneller als mit klassischen Indikatoren-Setups, die erst deutlich später, also nehmen wir mal so den Klassiker, den Moving Average, Konvergenz, Divergenz, also MACD-Indikator, der generiert uns natürlich dann deutlichst später hier Handelssignale. Und ihr seht, wie viele Chancen ich eigentlich auch hier wieder habe. Auch hier tauchen wir wieder in dieses obere Band mit ein. Es kommt sofort und man wundert sich, wo kommen auf einmal diese riesigen Kerzen hier im Markt mit her? Sofort wieder die Korrekturbewegung in Richtung dieses Mittelwertes. Ja, und weil viele damit handeln, mit solchen Setups an der Börse, ist ja vieles eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, dann treten natürlich solche starken Kerzen hier am Markt auf, was dann natürlich auch zu einem sogenannten Überpacen hier am Markt führt. Das heißt, wir erreichen nicht nur wieder diesen leitenden Durchschnitt in der Mitte, sondern wir brechen hier auch nach unten durch. Wir sehen, wir hatten hier aber auch noch deutlich mehr Szenarien hier auch noch mal nach unten durchgebrochen. Und da hier sogar den Ausbruch gab, der sehr, sehr selten ist, dass wir aus diesem unteren, dem dicken blauen Band ausbrechen, sehr seltenes Szenario. Und das offeriert mir eigentlich hier die Chance, sofort immer eine Gegenposition am Markt. Also es heißt ja eigentlich so an den Märkten, never catch a falling knife. Also greife niemals in ein fallendes Messer oder wie hier einen fallenden Markt. Aber wir sehen, die Wahrscheinlichkeit in diesen Bereichen ist dann wirklich sehr, sehr hoch. Und wenn ihr das Ganze natürlich mit einem cleveren Risk und Money Management verseht, dann habt ihr hier eine sehr, sehr schöne Quote. Ich habe euch mal die letzte Woche ausgewertet. Ich zeige euch das mal gleich in der Auswertung, wie erfolgreich diese Strategie hier im Endeffekt ist bei einem sehr, sehr kleinen Risiko. Hier schaue ich natürlich, meine Zielerwartung ist nie, dass er durch das ganze Band hier oder durch unsere drei Bänder hier durchläuft, sondern meine Zielerwartung, wenn ich mich hier in dem Bereich einkaufe, ist eigentlich immer, dass wir nur bis zum mittleren Band laufen. So, dann sind es nur 5 Punkte, weil wir halt heute Morgen keine Volatilität am Markt haben. Dann setze ich mir in dem Bereich aber auch maximal diese 5 Punkte als Risiko. Also nie schlechter als im Verhältnis 1 zu 1 arbeiten. Wenn ich so kleine Geringerwartungen habe, dann kann ich auch nicht nur 2 zu 1 arbeiten. Dann muss ich hier auch mal in einen Bereich gehen, wo ich sage, Risiko 1 zu 1, weil ihr habt hier eine hohe Trefferquote mit diesem System. Und sage, okay, wenn ich 5 Punkte Gewinnerwartung habe, dann aber auch maximal 5 Punkte Risiko, falls der doch noch mal durch eine weitere schnelle Kerze dann in die Richtung des Ausbruchs weiter ausbricht, muss ich dann auch raus aus dem Markt. Dann habe ich da drin nichts mehr zu suchen. Ja, und ihr seht, diese Spielchen haben wir heute Morgen aber hier 4, 5, 6 Mal am Markt gemacht. Auch hier dieser Ausbruch sogar leicht aus dem oberen Band wieder ausgebrochen. Und das sind dann natürlich für mich Konstellationen, wo ich sage, wow, hier wird es jetzt super interessant. Da ist diese Korrektur Minimum zur Mittellinie hier zu unserer Centerline zu erwarten. Und das sehen wir auch hier heute Morgen sehr, sehr schön, genau die Korrekturbewegung wieder rein. Ja, und wir hatten sogar noch eine Handelskonstellation, die hatten wir hier gehabt, auch schön in meine Bänder eingetaucht, auch wieder die Korrekturbewegung. Ihr seht es in der aktuellen Ist-Situation. Das ist auch schon wieder eine Kaufsituation für mich, auch sehr, sehr schön hier in diese Bänder mit eingetaucht. Dieses Kursniveau, jetzt dieses vierte Band, das nutze ich sehr, sehr gerne. Also das nicht vierte Band, sondern das zweite gestrichelte, das diesen Multiplier 4 hat. Das sind so für mich immer die Einstiegsniveaus hier in den Markt, um mich da mit einer Gegenposition in Richtung dieser Centerline zu bewegen. Ja, warum den Trade jetzt gerade nicht? Ihr wisst es, wir haben es ja 1 Minute vor 9, jetzt kommt die 9-Uhr-Kerze und ihr seht, die hätte mich dann hier ausgenockt mit einem knappen Stop. Aber ihr seht es auch hier, dieses Eröffnungsszenario, das war genau das gleiche wie um 8 Uhr. Wir sind aus diesem unteren Band ausgenockt.
aus dieser blauen Linie ausgebrochen und ihr seht, es kommt sofort diese Korrekturbewegung. Und wenn ihr sowas natürlich hier zu Handelsstartzeiten seht, das ist immer so ein Szenario, was ich um 8 Uhr, um 9 Uhr, um 15:30 Uhr mit der amerikanischen Eröffnung sehr, sehr gerne spiele. Da sehen wir gerne mal den Ausbruch aus diesen Bändern, aber das sind so Bereiche, wo ich fast eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, wenn ich aus diesen dicken Bändern ausbreche, dass wir dann wieder in diese neutrale Zone, und die neutrale Zone ist mein gleitender Durchschnitt, der hier die Basis des Ganzen ist, reinspringen. Und ihr seht, wir haben hier auch genau wieder diesen Ausbruch nach unten gehabt und die Korrektur genau zur Mittellinie. Da liegt dann auch euer Take-Profit-Niveau. Und wenn man sich das anschaut, dann war das hier heute Morgen mal ein ganz schneller 10-12-Punkte-Trade gleich in den ersten Handelssekunden hier gewesen. Und da liege ich natürlich auf der Lauer, wenn ich das weiß. Das ist eine Strategie, die ich wirklich gerne direkt in der Eröffnungsminute nutze. Wenn ich sehe, wir brechen aus diesen Bändern oben unten aus, dann eröffne ich hier eine Reversal, also eine Gegenposition gegen die aktuelle Trendrichtung, weil ich weiß, das ist so eine Übertreibung. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Trendumkehr ist hier so hoch in diesem Bereich, dass wir hier dann wieder in Richtung dieser Mittellinie korrigieren werden, um dieses Marktrauschen hier etwas auszugleichen am Markt. Und das sind natürlich mittels dieses Indikators sehr, sehr schöne Einstiegsszenarien, die ich wieder sehr, sehr gerne nutzen kann. Ich nehme mal hier meine gelben Pünktchen raus. Das war jetzt nur mal zur Markierung, um uns diese Grenzbereiche visuell noch einmal zu verstärken und euch aufzuzeigen, wo sich also selbst in so einem sehr, sehr ruhigen Markt heute Morgen hier Möglichkeiten ergeben haben. Und ihr seht, das Eröffnungsszenario 8 Uhr bis 8:03 Uhr, jeweils, das waren 10 Punkte in der Gegenbewegung. Das waren hier nur 5 Punkte, das waren hier nur 5 Punkte, das waren hier nur 5 Punkte, das waren hier nur 5 Punkte. So, das war mal so ein 10-Punkte-Trade jetzt hier gewesen. Aber da seht ihr, auch damit hätten wir unsere Zielerwartung für den Tag. Wir haben ja immer so diese 50 Punkte, die ich hier am Tag eigentlich aus diesen Märkten herausholen will, auch hier in der ersten Handelsstunde mit der Eröffnung geschafft. So, und natürlich könnt ihr das Ganze in jedem Timeframe nutzen. Wir sind jetzt natürlich im Minutenchart. Was natürlich immer aussagekräftiger ist, sind die höheren Timeframes M5 bis H1. Die schaue ich mir selbst für mein kurzfristiges Trading immer an. Und was für mich dann relevant ist, wenn ich dann diese mich auch in den höheren Timeframes, in diesen Umkehrbereichen, in den Trendwendebereichen hier befinde, also in meinen unteren blauen oder oberen roten Bändern befinde, desto stärker ist natürlich dieses Signal. Wenn wir jetzt einfach mal auf den 5-Minuten-Chart umswitchen, werden wir sehen, da ist es natürlich deutlich seltener, dass wir in diese Bereiche eintauchen. Also im 5-Minuten-Chart hatten wir zum Beispiel seit Freitag bis heute hier gerade mal jetzt drei Konstellationen gehabt, wo wir in diese Märkte reingekommen sind. Also wer längerfristige Timeframes nutzt, der wäre hier heute Morgen eigentlich noch gar nicht im vorbörslichen Handelsstart in den Markt gekommen, weil ihr seht, wir bewegen uns um diese Mittellinie, die ist ja auch lange schon weiß, und das ist ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich einen Seitwärtsmarkt hier im 5-Minuten-Chart haben. Aber auch hier hatten wir eine Konstellation und somit wird das Signal für mich noch stärker, dieses Buy-Signal. Ihr seht auch hier dieses Opening um 9 Uhr, der Ausbruch unten in seine Kaufzone, in dieses Band mit rein. Und das ist natürlich für mich sehr, sehr entscheidend, wenn ich sehe, dass ich im 5-Minuten-Chart, dass ich im Minuten-Chart und eventuell sogar in noch größeren Timeframes. So, jetzt habe ich gerade, Ton ist weg, ist der wieder da? Weil eigentlich zeigt er mir an, dass ihr Ton haben müsstet. Gebt mir mal ein kleines Feedback. So, Ton ist wieder da. Super, Dankeschön. Ja, wir haben hier seit ein paar Tagen massive Internetprobleme. Das ist katastrophal. Gib mir da bitte ein Feedback, dann muss ich das Ganze irgendwie hier nochmal ein bisschen wiederholen. Ja, und nochmal darauf zurückzukommen, für die, die hier so ein bisschen offline waren. Wenn ich natürlich in meinem M5-Timeframe in meine Kaufzone laufe und parallel dazu in meinen M1-Timeframe sogar rauslaufe hier aus meiner Kaufzone, dann ist das natürlich für mich eine extrem starke Handelskonstellation. Damit kann ich dieses Handelssignal sogar noch aufwerten, indem ich dann natürlich sage, okay, M5 ist aussagekräftig.
wichtiger als M1. Ich bin im M1 aus dieser Parabel, aus unseren Bändern rausgebrochen. Im M5 bin ich in diese Kaufzone eingetaucht. Das ist natürlich für mich eine sehr, sehr starke Konstellation. Ihr seht aber auch, warum ich hier im an der Mittellinie hier aussteige. Wir sehen in die letzten 5 Minuten immer wieder der Kampf erstmal um diese Mittellinie hier herum. Und da tut der Markt sich erstmal relativ schwer. Und wenn ich dann sehe, ich konnte mit so einem Trade mal schnell 10, 12 Punkte einfangen, da nehme ich mir die auch erstmal mit, diese Punkte. Ich habe hier so eine, ja, ich nenne es mal so meine Hamsterstrategie. Ich will hier dann meine Pünktchen einsammeln. Und wenn ich hier ganz schnell mit so einem Eröffnungsszenario wie heute Morgen hier 10 Punkte, hier 10 Punkte, hier nochmal 10 Punkte mitnehmen kann, dann nehme ich die mit. Dann sind das 30 von meinen 50 Punkten, die ich hier schon mal brauche. Und alles, was ich in der Historie habe, das nimmt mir keiner mehr weg. Also an Gewinnmitnahmen ist hier noch keiner arm geworden. Ganz im Gegenteil, ihr werdet erstaunt sein, wie diese kleine Hamsterstrategie, wie ich sie immer nenne, hier wirklich über den Tag hinweg Punkte sammelt. Und wie gesagt, wenn ich dann so schnell Punkte einsammeln kann, sichere ich mir die hier auch, gerade weil man zur Eröffnung nicht genau weiß, was etabliert sich dann hier. Normalerweise ist das ein Trade, da sollt ihr eure 20 Punkte versuchen. Das ist ja wieder unser typischer 9-Uhr-Trade. 9 Uhr wissen wir, die Kursbewegung hat so viel Power, dass dort 20 Punkte im Markt mit drin liegen. Ja, und wenn wir uns das mal anschauen mit diesem Ausbruchsszenario hier unten aus dem Chart bis hin zur aktuellen Kursbewegung, ah, da sind wir zumindest schon mal bei 17, 18 Punkten gewesen, also noch nicht ganz unser Ziel erreicht. Aber meine Zielerwartung für so ein Exit wäre ja auch das erste rote gestrichelte Band. Da sind die 20 Punkte dann definitiv voll. Und da seht ihr, können wir auch in einem normalen Chart ohne weitere Indikatoren, ohne unsere anderen Indikatoren, hier auch mittels dieses Setups sehr, sehr schöne Handelssignale finden. Und ich möchte euch nochmal diese Kombination der einzelnen Timeframes miteinander zeigen. Also ihr könnt hier auch einen Splitscreen machen im 5-Minuten-Chart, im Minuten-Chart und liegt hier genau auf der Lauer, wo wir halt diese Ausbrüche haben. Wir hatten halt ein sehr, sehr schönes Szenario. Der Freitag, da ging es ja erstmal nach unten und dann passt es natürlich hier auch wieder sehr, sehr schön. Bereits hier um 16 Uhr, das war 15 Uhr vor der amerikanischen Eröffnung, sind wir schon wieder sehr, sehr schön in unserem 5-Minuten-Chart in diese Bänder mit eingetaucht. Und wie gesagt, im 5-Minuten-Chart, da reicht mir das Eintauchen zwischen das dritte und das vierte Band. Da warte ich wirklich den Schlusskurs ab. Und wenn ich hier so einen schönen Schlusskurs genau zwischen meinen beiden Bändern habe, dann ist das für mich das Entry-Niveau. Wieso, warum, wie positioniere ich mich hier am Markt? Den Schlusskurs dieser Kerze nutze ich. Dann messe ich mir aus, wie viel Platz habe ich bis zur meiner Mittellinie. Ich möchte nur bis zur Centerline. Da ist der Markt wieder neutral. Hier unten habt ihr eine 80-90-prozentige Wahrscheinlichkeit auf eine Trendumkehr. Hier oben habt ihr nur eine 50-50 Chance, dass sich der Trend eventuell weiter fortsetzt oder sich dementsprechend umkehrt. 50-50 möchte ich am Markt nicht handeln. Da könnt ihr auch ein Spielcasino gehen. Ich möchte diese 90-prozentige Konstellation handeln, habe eine Gewinnerwartung hier von 35 Punkten. Die Hälfte davon wisst ihr im Chance-Risiko-Verhältnis ist immer mein Risiko. Also bei 35 Punkten Pi mal Daumen so 7,5 Punkte Risiko. Und ihr seht, die brauche ich gar nicht. Bis zu meiner durchgezogenen blauen Linie habe ich hier ein Risiko bei 12 Punkten. Da platziere ich mein Stop-Niveau und somit habe ich bei 12 Punkten fast ein Chance-Risiko-Verhältnis 36 wäre 3 zu 1, also wunderschönes Chance-Risiko-Verhältnis. Ihr seht, wenn ihr gerade in größeren Timeframes unterwegs seid, da ergeben sich nicht wirklich sehr, sehr viele Handelskonstellationen im Markt. Aber das sind natürlich, desto größer ich das Timeframe wähle, dann die großen Kursbewegungen. Wir hatten da nochmal hier ein kleines Szenario. Das war eigentlich heute Nacht, dieses Szenario, die Eröffnung der Asiaten. Auch da sind wir schön in dieses obere Band eingetaucht und das eröffnet mir dann natürlich auch die Chance, so, wo wollen wir hin? Zur Mittellinie erstmal runter und wir sehen nach Handelsstart Asien dann auch erstmal diese Korrekturbewegung nach unten. Ja, und wir sehen es aber auch hier im M5. Ziellinie ist meine Centerline und ihr seht, wir tun uns sehr, sehr schwer. Das ist eine neutrale Marktphase und da haben wir nur noch diese 50-50 Chance. Ja, kann eventuell weiterlaufen, kann hier aber auch abprallen in diesem Bereich, kann und möchte und 50-50% nutzen wir hier nicht am Markt. Also nehmt diese Gewinne mit, die wir hier generiert haben und wartet ab, ob wir die nächsten Konstellationen bekommen.
Und ihr seht, wenn wir das ganze Spielchen hier mal ein bisschen fortsetzen, in die noch größeren Timeframes gehen, dann haben wir hier halt auch die Konstellation, dass wir sagen, im 15-Minuten-Chart heute Morgen zum Beispiel komplett uninteressant. Ihr seht aber auch, um wie viel seltener die Signale in den großen Setups werden. Aber hier zum Beispiel genau das Gleiche. Am Freitag dieses 16 Uhr, also nach unserer Zeit 15 Uhr Szenario, sogar im 15-Minuten-Chart ins Band eingetaucht, im 5-Minuten-Chart in diesem Band drin, im Minuten-Chart in diesem Band drin. Und ihr wisst, ich mache das beim Training immer wie mit kleinen Puzzleteilen. Desto mehr Puzzleteile ich natürlich in die eine Richtung habe, desto klarer wird natürlich dann auch mein Schaubild. Und wenn ich weiß, wow, im 15-Minuten-Chart tauchen wir hier so bei der 11.400er-Marke in eine Kaufzone rein, in eine Zone, wo wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir eine Trendumkehr am Markt sehen, dann ist das natürlich schon mal super interessant. Dasselbe Szenario zur gleichen Zeit im 5-Minuten-Chart, der ist auch sehr, sehr aussagekräftig. Und im Minuten-Chart dann die gleiche Konstellation. Und dann könnt ihr wirklich sehr, sehr sicher sein, wenn ihr jetzt noch mehrere Timeframes miteinander kombiniert, dass das wirklich ganz markante Umkehrpunkte sind. So, und wer jetzt so ein Trader ist, der so super diszipliniert ist und hier 90-prozentige Signale haben möchte, der geht dieses Spielchen noch weiter, der geht die Reise hier in unseren Timeframes noch weiter nach oben, der geht dann sogar mal in ein 30-Minuten-Szenario. Und ihr seht auch im 30-Minuten-Szenario zur gleichen Zeit am Freitag auf dem gleichen Kursniveau auch wunderbar in diese Kaufzone eingetaucht, ist natürlich für mich dann noch stärker dieses Handelssignal. Jetzt habe ich ja noch ein viertes Puzzleteil in diese Richtung, dass wir aus diesen Umkehrzonen hier drehen. Ja, und ihr seht es auch in der Historie, nicht viele Konstellationen, aber desto größer ich natürlich jetzt auch mein Timeframe wähle. Manchmal habe ich nur ein Handelssignal pro Tag in diesen großen Timeframes, aber das sind dann diese Big Movements am Markt. Ihr seht auch hier, sind wir schön in diese Verkaufszone eingetaucht, sogar mal leicht überpaced. Und das ist extrem selten, dass wir in diesen großen Timeframes aus diesem oberen Band ausbrechen. Das ist natürlich für mich sofort eine Konstellation. Und dann seht ihr, kommen hier aus dem Nichts auch mal 80, 90 Punkte Trades. Auch hier am Freitag dann noch nach dieser deutlichen Korrekturbewegung, die wir eigentlich schon ab Donnerstag nach Mittag gesehen haben, dann doch diese relativ deutliche Kurserholung, aber auch erstmal wieder nur an seine Centerline. Das sind aber 60 Punkte, wenn wir nur 50 am Tag wollen. Viele Wege führen nach oben. Ihr könnt das Spielchen machen, dass ihr 5, 6, 7, 8, 10 Trades macht, immer 5 bis 10 Punkte mitnehmt, um die 50 Punkte zu bekommen. Oder ihr sagt, hey, ich bin hier Fulltime-Trader, ich handle hier nebenbei, der Chart, der läuft immer durch und ich fokussiere mich mittels dieses Setups einfach nur auf die großen Timeframes und dann nehme ich hier auch die großen Punkte mit. Chance-Risiko-Verhältnis immer das gleiche. Wenn ihr hier eine Zielerwartung von 60 Punkten habt, dann wisst ihr, haben wir die Hälfte davon als Risiko in diesen Trades mit drin. Also in dem Fall maximal 30 Punkte Risiko. Und ihr seht, die brauchen wir hier genau. Das blaue Band liegt genau bei 30 Punkten. Da gehe ich dann hier halt im Notfall raus. Aber ihr seht auch genau an die Centerline rangelaufen, hier mehrere Stunden im Bereich dieser neutralen Zone hier zum Handelsschluss sich dementsprechend bewegt. Und warum wollt ihr hier noch mehrere Stunden mit drin sein? Hier gebt ihr wieder 10, 20 Punkte ab, dann holt ihr euch wieder diese 10, 20 Punkte raus. Ihr wisst, in diesen Bereichen kommt es zu einem, das ist ein massiver Widerstand, da kann es zu Korrekturen kommen. Ihr seht es auch hier vor, genau aus der Kaufzone an diese Centerline gestartet und dann nehme ich die Gewinne in diesem Bereich hier einfach mit. Ja, und wir können das Spiel sogar noch höher spielen, desto höherwertiger ihr die Timeframes natürlich wählt, desto stärker die Signale. Und das war am Freitag so ein Signal, da hatte der Markt einfach keine Chance. Und da denkt man manchmal, wo kommt denn jetzt diese Kurserholung her? Brexit-Entscheidung, China-Wirtschaftsentscheidung, also eigentlich nur negative Zahlen, Fed-Zinsentscheide, komische Geschichten, alles am Markt, riesige Korrekturbewegung und dann kommt aus dem Nichts heraus hier mal so eine starke Gegenbewegung am Markt. Das sind dann Konstellationen. Ihr seht, vom M1-Timeframe bis zum H1-Timeframe bewegen wir uns hier in diesen Bändern in unseren Kaufzonen. Das sind unsere Umkehrpunkte und in desto mehr Timeframes ich diese Konstellation habe, desto stärker, desto hochwertiger wird natürlich dieses Handelssignal, wo ich mich dann natürlich sehr, sehr wohl fühle.
Ihr seht aber auch, warum wir jetzt aktuell so eine sehr, sehr ruhige Marktphase hier haben. Im H1, in der neutralen Zone, im M30, in der neutralen Zone, im M15, in einer neutralen Zone. Also da erklärt sich dann natürlich auch, und so könnt ihr euch natürlich dann auch dementsprechend diese ruhigen Bewegungen in unseren kleinen Timeframes erklären. Wenn ich sehe, dass ich in den großen Timeframes M5, 15, 30, H1 Chart mich eigentlich im Bereich meiner Centerline, meiner neutralen Zone bewege, ist das natürlich sehr, sehr hoch von der Wahrscheinlichkeit, dass wir da sehr, sehr ruhige Bewegung haben. Natürlich wird irgendwann im Laufe des Tages heute der Ausbruch nach oben oder nach unten kommen. Ich erwarte eher die Bewegung nach unten. Denkt dran, einmal am Tag wollen wir zu unserer Pivotlinie hier nach unten. Da möchte ich dementsprechend hin. Ja, und irgendwo sieht es ja dann auch wieder so aus. Das werden wir gleich in den kurzfristigen Frames sehen. Wir sind hier an der R1 gescheitert. Wir nehmen hier schon wieder Kurs Richtung Süden auf. Denkt dran, einmal am Tag wollen wir zu Pivot runter. Das ist das, was wir jetzt hier aufbauen und was ich, denke ich mal, auch hier in den kommenden Minuten oder bis 10 Uhr hier weiter fortsetzen wird. Die Korrekturbewegung in Richtung der Pivot-Linie. Ja, ist natürlich ein schönes Niveau hier, 11.500, unser R1-Niveau, 4,65, also gut 35 Punkte, schon mal Platz nach unten bis zum Pivot-Niveau. Das ist nicht viel, das können wir hier auch schnell schaffen. Aber wie gesagt, so könnt ihr euch das nutzen. Wenn ihr euch das Ganze bestätigen lassen wollt, ihr wisst, ich bin ja immer ein Freund davon, dass ich nicht nur mit einem Indikator arbeite, wobei der Umtrend, Umkehrpunkte zu bestimmen ist, sehr, sehr stark ist, nutze ich natürlich noch unseren Overbought, Oversold-Indikator. Den wollen wir hier auch noch einmal in unser Setup mit einblenden. Also holen wir hier unseren TU24 Obos-Indikator. Und ne, das war der falsche. So, den möchte ich und blende den auch noch rein, weil der natürlich ähnlich aufgebaut ist. Auch hier habe ich sehr schön meine Kaufzonen und Verkaufzonen. Meine Verkaufzone markiere ich hier jetzt mal von der Ebene auf 80, meine Kaufzone auf 20. Neutrale Mittellinie, die 50er Marke nehmen wir raus, die interessiert uns nicht. Oh, und legen uns den natürlich dann hier noch zusätzlich als zweiten Filter mit rein. Ja, und ihr wisst, unterhalb der 20er Marke im optimalen Fall sogar mit einer blauen Kursspitze, kann ich das natürlich sehr, sehr gerne nutzen. Und ihr seht, genau am Freitag hier um 16 Uhr Serverzeit, also 15 Uhr, wo wir in allen Timeframes vom M1 bis H1 in diese Kaufzone des TMA-Indikators eingetaucht sind, sind wir auch mit dem Overbought, Oversold in der Kaufzone unterhalb der 20er-Linie. Und ihr seht, selbst in den großen Timeframes befinden wir uns in diesen Bereichen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und die Kombination aus diesen beiden Indikatoren könnt ihr aber auch sehr schön nutzen, weil viele lassen sich gerne von dem Overbought, Oversold-Indikator verführen und sagen, wow, wenn ich da meine roten Kursspitzen habe, gehe ich einfach auf Sell. Wenn ich meine blauen Kursspitzen habe, gehe ich einfach auf Buy. Ihr seht aber auch, ich habe immer wieder Konstellationen mit drin, wo wir uns sehr, sehr lange in diesen Kaufzonen bewegen können, wo wir uns sehr, sehr lange in diesen Verkaufzonen bewegen können. Und dementsprechend nutze ich den dann nicht nur alleine, aber in Kombination, wenn ich mich in meinen Timeframes, in meinen normalen Charts, in den Verkaufsbändern oder in den Kaufbändern befinde und dann die Prüfbedingung des Overbought, Oversold erfüllt habe, wie zum Beispiel hier unten. Hier sehen wir, der Markt, der braucht hier im 15-Minuten-Chart fast eine halbe, dreiviertel Stunde, um einen Boden zu bilden. Aber wir sind hier wirklich im Bereich der Tiefstelle dieses 465er Niveau, was heute unser Pivot-Level ist, war auch hier immer wieder das Unterstützungslevel gewesen. Und dementsprechend nutze ich sowas natürlich sehr, sehr gerne aus, dann mit dem Overboard. Und ihr seht, alle anderen Spikes, die wir haben, auch hier hatten wir ja mal einen Spike im Overboard, Oversold, oberhalb meiner 80er Marke. Ist natürlich ein klassisches Verkaufssignal, aber ihr seht, es entsteht keine Bewegung. Und so könnt ihr diese beiden Indikatoren extrem stark miteinander kombinieren, weil die sich gegenseitig filtern. Und nur wenn sich beide praktisch in ihren Verkaufszonen, also mit den Bändern haben wir uns ja Verkaufszonen und somit Umkehrpunkte im Markt lokalisiert, mit dem Overbought und den unteren blauen Bändern haben wir uns auch sogenannte Kaufzonen hier im Markt etabliert.
Und so kommen wir da natürlich rein. So, ich möchte natürlich auch eure Fragen hier eingehen. Hier ist gerade mit dem Renke unterwegs, fast innerhalb der Bänder für Umkehr oder Long-Anstieg. Aber Pivot wäre Short. Jetzt kommt wieder Zweifel. Ich traue mich nicht zu drücken. Gucken wir mal rein, was der M2 hier macht. Wollen wir natürlich auch mal auf eine aktuelle Ist-Konstellation schauen, wie es mit unserem Setup, was wir letzte Woche besprochen haben, hier dementsprechend aussieht. Also ich habe hier meinen DAX 30 Chart mit 2-Punkte-Kerzen mit unseren klassischen Renkos. Ja, und ihr seht, diese Phasen filter ich mir raus. Wir sehen hier seit Handelsstart 10 Uhr bewegen wir uns innerhalb meiner Bänder, innerhalb um diese weiße Linie. Und ich bin hier nicht einmal wirklich in diese Extrembereiche eingetaucht. Und dann nutze ich das dementsprechend auch nicht. Dann bleibe ich hier aus den Märkten mit raus. Dann darf ich hier dementsprechend nicht handeln. Das einzige Mal, wo wir im Prinzip in unsere Kaufzonen eingetaucht sind, das war dieser kleine Überpacer zum Handelsstart, was wir eben auch mit den anderen Bändern im normalen Minutenchart sehr, sehr schön gesehen haben. Und das könnt ihr auch nutzen. Ihr könnt euch den Minutenchart hier auch gerne ins Renko als Verstärkungsindikator mit reinlegen, als weitere Prüfbedingung mit reinnehmen. Wenn ihr natürlich seht, dass ich im Originalchart, wir gehen nochmal zurück auf unseren Minutenchart aus unserem DAX 30, mich dann in diesem unteren Band oder sogar aus diesem Band herausgebrochen bin. So, wir müssen mal ins Minuten-Timeframe hier. Dass wir hier den Handelsstart nochmal haben. So, das war die Konstellation, dieses gelbe Kästchen. Ihr seht im Originalchart noch ausgebrochen hier aus diesem Band und in unserem Renko-Chart zur gleichen Zeit zum Handelsstart um 9 Uhr genau reingelaufen in diese Kaufzone, in diese Bänder. Das ist natürlich dann für mich ein Indiz, um einzusteigen. Ihr seht, die zweite Prüfbedingung, unser Overbought-Oversold-Indikator, hat ja dementsprechend hier auch seine Buy-Indikation. Der ist bei 0 angekommen. 0 ist so das Maximum. Ihr seht, der kann sich längere Zeit hier auch mal an diesen 0-Marken oder an dieser 100er, das ist ja die obere Begrenzung, für diesen Indikator bewegen. Aber das spricht natürlich sehr, sehr viel. Und wenn ich jetzt zusätzlich zu diesem Rengo-Setup natürlich auch noch in meinem Originalchart, im Minutenchart, in dieser Kaufzone, an diesem Umkehrpunkt mit drin bin, denk an die Puzzleteile, habe ich ein weiteres Puzzleteilchen, was dafür spricht. Und auch im 5-Minuten-Chart, im Originalchart, waren wir in der Kaufzone drin. Das ist natürlich für mich ein sehr, sehr starkes Indiz, dass der Markt hier nach oben will. Aber ihr seht auch rein in die neutrale Linie. Hier nehme ich nur die 10 Punkte mit und ihr seht, er pendelt dann jetzt eigentlich auch die ganze Zeit um die Linie und wir sind auch kein weiteres Mal in die Bänder jetzt hier mit eingetaucht. Heißt für mich hier einfach Finger weg vom Markt. In den Phasen verbrennt ihr euch die Finger. Da muss ich dann auch dementsprechend nicht reingehen in die Märkte. Und ihr seht auch nochmal, wie wir uns die Signale hier von Overbought, Oversold mittels dieser Bänder filtern können. Natürlich hatten wir auch hier eine wunderschöne Konstellation. Rote Ko-Spitze deutet ja Korrektur an. Kam ja auch am Markt. Wir sind hier 3 Kerzen, also 6 Punkte nach unten marschiert, aber das sind nicht die großen Bewegungen, das sind nicht die Big Movements. Genauso hier später auch nochmal die Konstellation, da ist auch wieder eine rote Ko-Spitze im Overbought-Oversold-Indikator. Ja, da kam mal, natürlich kommt irgendwann mal eine Bewegung, aber ihr seht es auch hier in der Historie, meistens kleine Bewegungen. Big Movements, Movements, die wir handeln wollen, entstehen aus diesen Umkehrbereichen. Und da seht ihr in diesem Setup sehr, sehr schön, auch heute Nacht mal überpaced hier. Das ist extrem selten hier heute gegen 3 Uhr heute noch mit den Asiaten raus aus diesem Band. Aber ihr seht, wie stark diese Bänder als Umkehrpunkte sind. Es folgt die Korrektur aus diesen Märkten, aus diesen Extrembereichen heraus. Ja, und das erste Mal, wo es jetzt in unserem Renko-Setup hier für mich interessant werden würde, ist, wenn wir jetzt hier im Prinzip hier oben eintauchen zwischen das erste und zweite gestrichelte Band. Das wäre so eine Konstellation. Overbought passt auch, wo ich dann natürlich nochmal einen Short-Trade versuchen würde. Wohin sollte der Ganze gehen? Natürlich, hier haben wir unsere R1-Linie im Chart mit drin, unser Resistance-Level. Nummer 1 und da verläuft auch die Center-Linie. Also ich versuche hier dann auch kein Mega-Movement am Markt rauszubekommen, sondern ihr seht, ich habe hier gerade mal meine 10, 11 Pünktchen Platz. Das ist dann meine Zielerwartung. Diese 10 Punkte will ich mir dann hier erneut rausgalben und dementsprechend dann erst gibt es hier die nächste Handelskonstellation. Ihr seht aber diese Bänder parallel momentan.
Das mittlere Centerline-Band hier weiß deutet immer auf eine Seitwärtsbewegung hier im Markt mit hin. Und das erklärt natürlich auch, warum wir hier diese kleinen Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung haben und dementsprechend dann hier nicht arbeiten können. Wer denn das sieht, dass der Markt so extrem ruhig ist und sagt, oh, hier möchte ich aber auch irgendwo scalpen, der kann noch eine Besonderheit machen, wenn ihr seht, die Märkte sind so ruhig und ihr sagt, hey, mir reichen auch 5, 6 Punkte zum Scalpen. Hauptsache, ich mache hier irgendwas in diesem Markt. Natürlich wird irgendwann Schwung reinkommen, aber in der Zwischenzeit müssen wir ja nicht nur dumm zuschauen. Dann kann ich mir diese Bänder, gerade wenn ihr so eine extreme Seitwärtssituation hier habt, natürlich auch gerne ein weiteres Mal einblenden in der Standardeinstellung. Die Standardeinstellung für den Indikator ist ja vom Multiplier 2.0. Und damit wir das farbig mal ein bisschen anders sehen, setze ich uns den hier einfach nochmal rein mit der Einstellung 2.0, also das, was die Standardeinstellung ist. Multiplier bleibt hier im Original. Und dann seht ihr, die lasse ich auch mal weiß, die Linie. Dann hat man da so ein bisschen eine Farbeinstellung. Ihr seht, da dreht er genau in den Bereichen. Mir ist das von den Punkterwartungen zu wenig. Wir sehen, der hatte gerade mal eigentlich 3 Kerzen immer bis zu seiner Centerline. Das wären 6 Punkte, weil eine Renko-Kerze hier ja 2 Punkte bei uns hat. Das ist okay. Ihr seht aber auch, diese ruhige Bewegung setzt sich fort. Dementsprechend wäre das jetzt, wer sagt, hey, 5 Punkte gehalten, nehme ich mal einfach mit, der steigt hier natürlich wieder neu ein. Rein unter diese weiße Linie getaucht mit der Kerze. Gewinnerwartung wäre jetzt wieder die Centerline beziehungsweise die R1-Linie. Das sind gerade mal 4, 5 Punkte, ob man dieses Spielchen machen muss. Da braucht ihr dann auch diese 4, 5 Punkte im Chance-Risiko-Verhältnis. Also hier könnt ihr nur 1:1 arbeiten. Das bringt euch da nicht viel mehr. Aber naja, wer jetzt sagt, hey, das Spielchen habe ich jetzt heute Morgen aber hier schon 5, 6, 7 Mal gemacht. Hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert. Hier sieht es auch nicht schlecht aus, dass wir uns da hochbewegen. Dann habe ich halt auch hier 5 mal 5 sind auch 25 Punkte. Viele Wege führen nach oben. Müsst ihr schauen. Hier arbeitet ihr dann allerdings nicht mit unserem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1, sondern nur von 1:1. Habt aber auch ein sehr geringes Risiko drin. So, und irgendwann wird er mir natürlich jetzt Schwung in den Markt bringen. Irgendwann bricht er mir natürlich aus. Dann zieht er mir natürlich auch den Stop. Der kostet mich dann jetzt aber auch nur 5 Punkte. Wenn ich das 5 Mal erfolgreich hier gemacht habe, dieses Spielchen, habe ich ja schon meine 25 zu Hause. Das heißt, gehe nach dieser Nummer trotzdem mit einem Gewinn raus von 20 Punkten. Und wenn ich sehe, hier kommt wieder Volatilität, also Schwung in den Markt mit rein, naja, dann fokussiere ich mich wieder auf mein erstes, zweites blaues Band, auf mein drittes, viertes Multiplier-Setup hier und kaufe mich dann halt erst wieder in diesen Bereich mit ein. So können wir das sehr, sehr schön nutzen. Ja, und wie gesagt, im DAX habe ich es euch gezeigt, kombiniert diese Timeframes im Originalchart miteinander, nutzt auch gerne die größeren Timeframes und wie gesagt, das Handelssignal wird umso stärker, denn wenn wir halt in den großen Timeframes reinlaufen, das Handelssignal wird umso stärker, wie zum Beispiel dieses besprochene Freitagssignal am Freitagnachmittag, wenn ich vom M1 bis zum H1 in diese Setups reingelaufen bin. Und das könnt ihr natürlich, wenn ihr es übertreiben wollt, bis in den Daily Chart irgendwo nutzen. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dann ein Handelssignal zu bekommen, sehr, sehr gering. Das sind dann aber sehr, sehr große Signale. Ihr seht, das letzte Handelssignal hatten wir hier Ende Dezember gehabt. Da war das letzte Mal, dass wir wirklich in diese Bänder eingetaucht sind nach dieser Korrektur. Wer jetzt klassisch mehr so im Investmentbereich tätig ist und sagt, hey, dieses Tagesgeschäft täglich hier rein und raus oder Scalping-Geschäft hier noch stellenweise nur 5, 6 Minuten im Markt zu sein, das ist mir hier zu aufregend, das ist mir zu stressig. Der kann dieses Setup natürlich sehr, sehr schön auch nutzen. Funktioniert übrigens sehr, sehr gut mit diesen Einstellungen auch im Aktienbereich, im Daily-Bereich, weil ihr seht, dann bekommen wir selten Konstellationen, dass wir dann reinlaufen, aber die sind natürlich dann umso stärker, die Signale. Ja, und wir waren zu diesem Zeitpunkt hier auf dem Kursniveau bei circa 10.400 Punkten. Da sind wir auch mal eine Woche auf diesem Niveau gependelt und das ist für mich aber auch ein starkes Indiz, wenn ich sehe, dass wir hier nicht so eine klassische V-Formation haben, einmal schnell eintauchen und sofort wieder in die Gegenrichtung bewegen, sondern uns mehrere Tage hier sogar über eine Handelswoche, anderthalb Wochen uns genau in diesem Bereich der 11.400er Marke bewegen. Mein Overbought, Oversold unten auch noch blau leuchtet, ist das natürlich für mich ein unheimlich starkes Indiz, hier in den Markt mit einzusteigen. Und ihr seht, selbst wer dann an unser Centerline ausgestiegen ist, dann waren es halt nur magere 700 Punkte hier gewesen. Da kann ich aber relativ gut leben. Das war schon mal ein ganz guter Handelsstart. In 2 Wochen hier die ersten 700 Punkte aus dem Markt geholt.
Da müssen wir auch aktiv deutlich weiter handeln, wenn wir das auf 50-Punkte-Basis jeden Tag rausholen wollen. Ihr seht aber jedes Mal, wir hatten hier auch nochmal die Konstellation gehabt und hier im Mitte Oktober auch immer die Bewegung zur Mittellinie. Hier hatten wir es im September nochmal gehabt, Mitte September, September eigentlich auch von den Kurszyklen ein negativer Börsenmonat, ein sehr nervöser Börsenmonat. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, das sind wieder meine Puzzleteilchen. Diese Saisonalitäten spielen natürlich auch eine Rolle. September eigentlich immer ein relativ schwacher Börsenmonat, wo man am Anfang September diesmal noch sagte, wow, diesmal stimmt diese Weisheit hier nicht. Wir hatten nämlich am Anfang September eine schöne Kurserholung bis Mitte September hier in den Markt reingelegt. Ja, und dann am Ende des Monats war es doch wieder das gleiche Ergebnis. Wir hatten wieder einen negativen Handelsmonat September. Ihr seht, wir sind sehr, sehr schön hier in dieses Band in unsere Verkaufszone eingetaucht, dort auch hier über eine Woche ein klassisches Top ausgebildet. Ja, und desto länger diese Phase in diesen Bereichen dauert, desto stärker werden natürlich für mich die Handelssignale. Ja, und dann auch die relativ große Korrekturbewegung, die eigentlich bis Ende Oktober hier angehalten hat. Das war ja hier diese Korrektur von 12.300 Punkten, wo wir hier auf 10.800, also über 1.500 Punkte hier korrigiert haben im Markt. Früher hätte man da von einem Crash gesprochen bei über 10% Korrektur. Heute ist es einfach ein bisschen gestiegene Volatilität. Ja, und ihr könnt das Setup in allen anderen Märkten nutzen. Ich möchte euch das mal einblenden. Das war also das DAX-Setup hier. Ihr könnt das natürlich auch klassisch in unseren Devisen nutzen. Wir bleiben hier immer im Originalchart. Wir legen uns hier einfach mal diese Bänder und unseren Overbought, Oversold-Indikator mit rein. Also ich switche hier mal im Euro-US-Dollar jetzt einfach auf ein klassisches Minutenchart. So, und wir legen uns, ich habe uns das mal als Vorlage gespeichert. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das genannt habe. Ich glaube, Wendepunkte, genau. So, wir legen uns hier das Setup einfach mal rein. Und ihr seht es auch im Minutenchart. Da haben wir natürlich immer mal wieder die Konstellation, dass wir da so ein bisschen überpacen in den Bereichen. Ihr seht, wir sind heute Morgen hier auch mal leicht ausgebrochen aus dem Band. Es kommt dann aber wieder die Korrektur. Das sind Übertreibungen in die eine oder andere Richtung. Da liegen größere Marktorders mit drin, die den Markt gerne mal in die eine oder andere Richtung übertreiben. Aber das sind für mich eigentlich im Minutenchart so gut wie blinde Einstiege. Wenn ich hier so einen Ausbruch sehe aus diesem Szenario, setze ich hier auf eine Korrektur, pack hier wie heute Morgen in diesem Eröffnungsszenario, was ich euch im DAX gezeigt habe, um 8 und um 9 Uhr sofort eine Reversal trade hier in den Markt, also eine Gegenbewegung, wo ich darauf setze, dass die Korrekturbewegung hier in Richtung unserer Mittellinie erfolgt. Hier sehen wir es auch nochmal. Das war das Marktopening gewesen. Und da funktioniert es natürlich genauso. Ihr seht, das ist unsere 9 Uhr Serverzeit, 8 Uhr normale Zeit, Ausbruch aus dem Band. Da müssen bei euch sofort die Alarmglocken schrillen und sagen, Achtung, Handelsstart. Da können wir gerne mal in die eine oder andere Richtung übertreiben. Haben wir auch. Wir hatten vorher den Korrekturtrade drin. Das war das Eröffnungsüberpacen. So, wem das jetzt so zu heiß ist, never catch the falling knife, der wartet hier eine Minute ab und dann sehen wir, okay, es kommt kein weiterer Verkaufsdruck hier rein in den Markt. Da sind die ersten Käuferchen hier am Markt. Hier haben wir auch schon eine positive Kerze. Also der Verkaufsdruck ist erstmal raus. Unser Overbought, Oversold, den wir ja hier als zweite Prüfbedingung mit dazu nehmen, passt auch. Also erwarte ich eine Korrektur in Richtung meiner Centerline, meiner Mittellinie, meines gleitenden Durchschnitts, den wir hier mit 56 nutzen. Und ihr seht sehr, sehr schön in den nächsten 10 Handelsminuten genau dieses Ziel erreicht. Ihr seht aber auch die klassischen Konstellationen, sind die Märkte ruhig, nutze ich diese Prüfbedingungen. Und ihr seht, wir sind jetzt nicht mal im Rengo-Setup, wir sind hier im normalen Setup. Auch hier wieder um 8:20 Uhr heute Morgen sehr, sehr schön hier eingetaucht in die Bänder. Mein Overbought, Oversold passt dazu. Super Chance, Risikoverhältnis, nächster schöner Beitritt. Und so komme ich hier auch immer wieder rein. Ihr seht, ich habe eine Gewinnerwartung zur Mittellinie, sind hier halt nur 30, 40 Pips in dem Bereich, aber ich sehe, ich komme hier mit der Hälfte, mit Tatsache 15 Pips außerhalb des Bandes, da liege ich deutlich außerhalb meiner blauen Linie mit hin. Und so kann ich das hier halt schön handeln. Hier nochmal 30 Pips, hier sehen wir das nächste nochmal 9:30 Uhr. Denkt an die Halbstundenzyklen, passt hier auch wieder wunderbar. Immer in diesem Halbstundenzyklen 8 Uhr, 8:30 Uhr, 9 Uhr, 9:30 Uhr, 10 Uhr, 10:30 Uhr. Da kommen gerne Movements in den Markt mit rein. Das nutzen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und hier natürlich genau dasselbe. Schön 40 Pips Gewinnerwartung bei 20 Pips Risiko mache ich diesen Tradelauf immer schön rein.
Ja, und das war wieder typisch dieses Eröffnungsszenario. Wir gehen hier mal einfach auf diese Kerzen. Diese Spikes hier handle ich noch nicht. Es ist 9:05. Ihr wisst, kurz vor Marktstart gehen wir nicht in die Märkte. Aber was ich mit diesem Setup immer gerne nutze, ist das Opening. Und wir sehen direkt zum Opening hier 10 Uhr. Brechen wir mal aus diesem Band. Und ihr wisst, es ist selten, dass wir aus diesen letzten Bändern ausbrechen. Und dementsprechend habe ich wieder diese Reversal-Idee im Hinterkopf, dass ich sage, okay, ich setze jetzt hier einfach mal genau in diesem Bereich eine Sell-Order, weil ich einfach wieder erwarte und der Markt korrigiert immer wieder in Richtung seiner Mittelwerte. Deshalb basieren ja auch viele, viele Indikatoren immer auf sogenannten Moving Averages. Die sind immer irgendwo Bestandteil in diesen Indikatoren mit drin. Und ihr seht, auch hier war es eine gute Idee, genau reinkorrigiert. Und jetzt lasse ich einfach die Finger davon. Hier sind wir nicht in die Bänder eingetaucht. Jetzt bewegen wir uns im Bereich der neutralen Zone. Ich lasse die Finger davon, der Markt ist hier tot. Nutzt auch nicht so eine Konstellation, wo man jetzt sagt, und jetzt filter ich mir die Fehlindizien des Overbought, Oversold mit raus. Ihr seht, ich habe hier natürlich eine wunderschöne Kursspitze, die kommt auch noch 9:30 Uhr hier, also auch wieder in den Halbstundenzyklus. Eigentlich hätte hier Sell-Schwung reinkommen müssen, kommt aber nicht. Wir sind hier im Niemandsland. Im Niemandsland müsst ihr nicht handeln, solltet ihr nicht handeln. Da bewegen sich die Märkte seitwärts. In Seitwärtsmärkten verlieren wir Geld. Ist für mich uninteressant. So, und wir schauen mal einfach auch hier in die größeren Timeframes, weil ich habe es ja gesagt, desto höher das Timeframe, desto stärker die Signale, desto seltener auch die Ausbrüche. Und ihr seht schon, die diese gelb markierte Zone. Natürlich hatten wir hier einen relativ starken Trend heute Morgen im Euro-US-Dollar etabliert. Wir sind hier sogar auf 5-Minuten-Basis ausgebrochen, wobei hier auch schon dieser erste Trade um diese erste Kerze, hier warte ich ja meine Schlusskurse ab. Ich sehe, die schließt außerhalb meines oberen Bandes. Ja, mein Gott, wo soll der hingehen, der Kurs? Ja, da bin ich hier nochmal ein bisschen ins Minus gelaufen, aber es kommt die Korrekturbewegung hier erstmal. Ihr seht auch, die aktuelle Kursspitze war mal ganz, ganz leicht aus dem oberen Band hier rausgelaufen. Sofort kriegen wir eine auf den Deckel. Das sind natürlich Konstellationen, wenn ich das erwische. Das war hier die 1,12,487 heute Morgen. Da drücke ich natürlich sofort auf meine Sell-Taste. Das ist so selten, dass wir in laufenden Kerzen, gerade in größeren Timeframes, aus diesen Bändern ausbrechen. Aber da finde ich natürlich immer wieder eine schöne Einstiegskonstellation. Und wenn ihr sowas seht, dass wir hier auch schon mal ausbrechen, jetzt seht ihr M1 ausgebrochen, M5 zum Handelsstart ausgebrochen, im M15-Chart auch genau in diese Verkaufszone mit reingelaufen. Das ist natürlich eine extrem starke Konstellation für mich, wo ich sage, M1, M5, M15 befindet sich in diesen Verkaufszonen. M30 passt es noch nicht, aber das ist so stark für mich, dass ich so eine Konstellation nutze. Und das könnt ihr im Prinzip in jedem Markt nutzen, in jedem Timeframe. Desto größer das Timeframe, desto stärker natürlich die Signale. Ich weiß, einige von euch handeln gerne Commodities, also Rohstoffe. Ein paar Minuten habe ich hier noch. Gucken wir mal in so einen Goldchart rein und legen uns einfach mal in so einen Goldchart hier den Indikator mit rein. So, Gold H4. So, fangen wir mal mit einem kleinen Timeframe an. In Gold, achtet auf den Spread, versuche ich nicht im Minutenchart zu handeln. Das kleinste Chart, was ich mir anschaue und was ich zum Handeln anfasse, ist ein 5-Minuten-Chart. So, hier legen wir einfach mal unseren Indikator mit unseren Wendepunkten, also mit unseren TMA-Bändern mit rein und schauen uns die Konstellation an. Und hier sehen wir es auch sehr, sehr schön im 5-Minuten-Chart genau heute Morgen. Und das ist ein Trade, den ich sehr, sehr gerne mache, sowohl in den Devisen, das ist dieser 7:30 Uhr Trade, nächsten Montag am Education Monday werden wir das durchsprechen. Da gebe ich euch, erstelle ich euch, das werde ich auch auf die Website bei uns stellen, nochmal Handelszeiten für bestimmte Märkte. Es gibt bestimmte Zeiten, wo bestimmte Märkte einfach unheimlich interessant ist. Ihr kennt es aus den Halbstundenzyklen, die wir uns morgens im DAX mit anschauen. Genauso gibt es aber auch für den Forex-Bereich, für den Commodity-Bereich immer bestimmte Handelszeiten. Das liegt natürlich auch mit den Handelszeiten an den Märkten zusammen. Das ist die letzte Attacke der Asiaten hier, diese 7:30 Uhr, könnt ihr euch in den Devisen anschauen, könnt ihr euch in den Commodities anhauen. Und hier sehe ich genauso wieder 7:25 Uhr, 7:30 Uhr, wunderbar schön in diese Verkaufszone, an diese Umkehrpunkte reingelaufen. Das passt wieder zu meiner Handelszeit. Ich weiß, hey,
Das kann der letzte Angriff der Asiaten hier am Markt mit werden, bevor hier Handelsschluss ist. Das ist ähnlich der Night Attack, die wir immer gegen 21:30 Uhr im Dow Jones sehen. Das wäre da zum Beispiel so ein Handelskorridor, den ich mir immer mit Argusaugen anschaue. Und wenn ich dann natürlich sehe, wow, schön in diese Bänder eingetaucht, hier die letzte Kerze, sogar noch ein Shootingstar aus der japanischen Candlestick-Terminologie, sehr starkes Umkehrsignal nach einem Aufwärtstrend hier, Shootingstar im Markt, plus mein Overbought, Oversold. Und jetzt sind es wieder die Puzzleteile, die ich zusammenzähle. Ich bin in meine Bänder, in meine Umkaufzone gelaufen. Erstes Indiz. Zweites Indiz, ich sehe diesen Shootingstar, klassische Umkehrformation, deutet auf einen Short-Trade. Zweites Puzzleteil, plus mein Overbought, Oversold. Leuchtet hier auch schon rot. Drittes Puzzleteil plus viertes Puzzleteil. Hey, 7:30 Uhr, das war doch die letzte halbe Handelsstunde der Asiaten. Da ist hier Schwung im Markt zu erwarten. Ja, und dann nutze ich dieses Signal hier auch sehr schön. Und dann seht ihr eigentlich die ganze Zeit heute Nacht sehr, sehr lustlos gewesen. Das war die erste Schwungbewegung hier im Markt, die dann mal in der Spitze sogar mal hier fast $4 rausgehauen hat bis unserem Zielkurs, aber mal schnell $1,50. Bei der Hälfte Risiko, bei 75 Cent Risiko ist das auch ein schöner Trade. Und so seht ihr, habe ich feste Zeiten, feste Setups und ihr braucht es gar nicht. Ich bin immer so ein Freund, ich bin nicht der Freund so von allem, was aus Amerika kommt, aber dieses KISS-Prinzip, keep it simple and stupid, das ist wirklich nicht schlecht. Und ihr seht, ich brauche hier einen nackten Chart, zwei kleine Indikatoren, um die Wendepunkte reinzumachen und lokalisiere mir schon die Bereiche am Tag, die mal interessant werden. Ihr habt es auch hier gesehen, warum kam ich heute Morgen die Korrektur. Da ist der Handelsstart 3 Uhr. Hier legen die Asiaten los. Da kommt Schwung rein. Wenn ich dann natürlich sehe, oh cool, auch in mein Band reingelaufen, mein Overbought, Oversold passt auch. Hey, die Asiaten, die kommen jetzt mal aus dem Nachtschlaf raus, beginnen jetzt mit ihrem Handel. Hier ist eigentlich ein Movement zu erwarten. Ja, dann habe ich hier eigentlich nur zwei Konstellationen heute Nacht mit den Asiaten gehabt. Das waren die beiden asiatischen Bewegungen hier am Markt. Ja, und jetzt kommen die Europäer aus ihrem Schläfchen raus. Und ihr seht hier pünktlich um 9 Uhr zu unserem Handelsstart, also 8 Uhr unserer Zeit, schön in dieses Band eingetaucht wieder. Da weiß ich, jo, jetzt wollen die Europäer hier ein bisschen was am Markt machen. Ich bin schön in meine Bänder eingetaucht. Mein Overbought, Oversold leuchtet hier wunderbar. Also für mich Entry hier in den Beitritt mit der Zielerwartung, dass wir an unserem mittleres Band, an unsere Centerline reinlaufen. Und ihr seht, genau erreicht. Und ihr seht aber auch, wir prallen da einfach wieder ab. Geht davon aus, ihr habt einen Ball in der Hand, werft den Ball gegen eine Wand. Was passiert mit diesem Ball? Der prallt ab an dieser Wand. Also, wenn ich mit diesem Abpraller einfach Gewinne wieder verliere, die ich mir hier aufgebaut habe, was mache ich? Stell die Position hier einfach glatt. Natürlich wird irgendwann wie hier oder irgendwo hier mal hinten im Markt der Durchbruch kommen. Ja, aber irgendwann ist mir uninteressant. Er prallt mir viel häufiger an diesen Widerstands-, an diesen Unterstützungsmarken ab, als dass er durchbricht. Dementsprechend fokussiere ich mich auf das, was mathematisch am wahrscheinlichsten ist, also die Abpraller, und nutze dieses Niveau dann, um hier auszusteigen. Und ihr seht, wir können auch hier die Timeframes einfach mal ein bisschen höher fahren. So, jetzt seht ihr, hat er den Indikator mal nicht eingeblendet. Das kann passieren. Einfach nochmal zwischen den Timeframes hin und her switchen. Da hat er jetzt ein bisschen zu rechnen. Und da haben wir so, und da sehen wir im 15er total uninteressant, sind wir hier komplett im Bereich der Mittellinie. Aber wir sehen auch hier im 15er sehr, sehr selten die Konstellation, dass wir hier in die Bänder eintauchen, umso stärker dann aber hier die Kursbewegung. Und eigentlich auch für mich im Swing-Trading-Bereich immer ein sehr, sehr interessantes Setup ist der Stundenchart. So, jetzt hat er die Bänder nicht drin, einfach nochmal zwischen zwei Timeframes hin und her springen. Und ihr seht, warum er sich sehr, sehr schwer tut. Wir hatten hier am Freitag bereits das Eintauchen in die Verkaufszone. Ja, und damit hier auch noch die psychologisch gerade Marke. Da guckt auch drauf, 1300, gerade große Zahl. Da kann es zu einer Korrektur kommen. Und ihr seht, ja, so mühsam, wir werden hier auch im Stundenchart in Richtung der Centerline laufen. Geht's hier weiter nach unten. Und so könnt ihr mit diesem ganz simplen Setup, mit diesen Umkehrpunkten am Markt in Kombination mit unserem Overbought, Oversold, auch in dem reinen Chart in den unterschiedlichen Timeframes arbeiten. Denkt dran, wenn ihr die Signale noch mal ein bisschen pimpen wollt, wie es sich heute so schön nennt, kombiniert einfach die Timeframes miteinander. Und wenn ihr natürlich ein Signal in Minuten, in 5 Minuten, 15, 30 H1 Chart, wie zum Beispiel DAX oder DAU am Freitag habt, dass er in allen Timeframes, die wir uns hier betrachten, wirklich in diesen Kauf- oder Verkaufszonen sich bewegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Da kommt ihr auf Trefferquoten von über
90% und Trefferquoten, ja, das ist das Ganze, was ich jetzt einfach mal für euch im Minutenchart ausgewertet habe. Habe die letzte Woche einfach mal über unser Lenko-Setup hier mal ausgewertet, nur mit einer ganz aggressiven Konstellation. Das Eintauchen in das dritte, vierte Band ist das Eröffnen mit der Zielmarge zur Mittellinie mit einem ganz aggressiven Stop. Ich habe hier einen Stop von 30 Pip, also 30 Punkten, 3 Punkten reingelegt. So, jetzt haben wir es endlich. Und ja, möchte euch einmal kurz zeigen, ich hole mal meinen anderen Screen, wie das einfach mal in der letzten Woche aussah von der Konstellation. Ihr seht, das war die letzte Woche, das war mal so ein 10.000er-Account hier, hat hier einen Gewinn innerhalb von einer Woche von 1.329 € raufgepasst. Aber was wichtig ist, die Strategie funktioniert. Ihr seht, ich habe hier sehr, sehr aggressiv nur ein 3-Punkte-Trailing-Stop mit drin. Das erklärt natürlich die vielen kleinen Gewinne, aber das ist mir egal. Hier sehen wir mal 0 Cent. Irgendwo 3,56 €, 5,85 €. Was ich aber will, ist eine Trefferquote. Ihr seht, selbst mit diesem aggressiven Setup liegen wir bei über 71% Trefferquote, haben trotzdem über 13% Rendite aufgebaut. Was für mich aber sehr interessant ist durch unser Chance-Risiko-Verhältnis, ist einfach der Drawdown. Ihr seht, wir haben hier fast 13,5% Rendite bei einem Risiko von 0,3% aufgebaut. Da kann man gut mit leben. Und das ist das, was ihr durch diese Chance-Risiko-Verhältnis erreicht. Und damit erklärt sich dann auch hier dieser Profit-Faktor. Das ist ja immer eine Kennzahl, die die meisten immer interessiert. Dieses hohe Ergebnis 2,94 ab 1,0 seid ihr profitabel. Das ist natürlich dann hier dementsprechend unheimlich hoher Wert. Und ihr seht, manchmal schafft er seine 10 Punkte. Ihr seht aber auch so ein Minus hier mal 3 Punkte. Das tut mir nicht weh. Hier auch mal 2 Minus in Folge mit 3 Punkte. Aber er schafft dann auch immer mal wieder hier seine 10 Punkte, hier seine 10 Punkte. Und dann sehen wir, mit einem solchen Trade kompensiere ich mir 3 Fehltrades. Und deshalb auch mit dieser relativ geringen Trefferquote, also für mich geringe Trefferquote. Viele wären froh, wenn sie bei 70% sind. Dann ist das okay. Aber dann kompensiere ich 3 Fehltrades und damit ergibt sich dann natürlich hier so ein profitables Ergebnis. Und ihr seht, das war auf einem 10.000er-Konto nur mit einem Volumen hier gehandelt. Ihr wisst, selbst konservativ handle ich mit 5 Kontrakten, könnt ihr also das mal 5 nehmen, dann wären schon über 60% Rendite, wie viel eigentlich an Signalen in den Märkten drin sieht und dass dieses System auch dementsprechend hier profitabel arbeitet. Ja, hier schreibt mir der Rodney, DAX innerhalb der Kaufzone. Ja, klar, genau. Da ist er innerhalb der Kaufzone, da geht unsere Order rein, so arbeitet ja auch mein kleiner Computer hier hinten, mein Roboter, der euch das Ergebnis hier dementsprechend eingefahren hat. Hier kaufe ich mich natürlich rein. Wo will ich hin? Ich will zur Mittellinie, habe aber hier auch ein sehr kleines Risiko von 3, 4 Pünktchen im Markt mit drin zu liegen. Ihr seht aber auch, was wir vorhin besprochen haben in den großen Charts. Einmal am Tag wollen wir zur Pivot-Linie hier runter. Und da unten liegt es ja jetzt. Jetzt sehen wir es ja hier mittlerweile auch eingeblendet. Also der wird sich hier auch im weiteren Handelsverlauf weiter in diese Richtung runterarbeiten. Und dementsprechend dann hier auch schauen. So, hier war noch eine Frage. Periode im Overbought, Oversold, die ist auf 4 eingestellt. Also hier nutzen wir wirklich ein relativ kleines Timeframe. Gehen wir hier auf Eingaben. Ihr seht, Periode ist hier wirklich von der Länge auf 4 eingestellt. Also hier interessieren mich. Damit habe ich natürlich hier auch ein paar Fehlsignale, aber ich nutze den ja nicht alleine, sondern ich nutze den ja immer in Kombination mit meinen Bändern. Und jetzt habt ihr nochmal gesehen, ob im Renko-Setup oder aber in dem ganz normalen Chart. Egal, wo ihr das nutzen wollt, wir haben hier einen riesigen Marktvorteil, weil wir uns wirklich Umkehrpunkte am Markt lokalisieren können, in diesen Umkehrpunkten wirklich immer wieder in diese Märkte mit reinkommen, damit natürlich immer ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Ja, und ihr seht es auch im Originalchart, sind wir hier sehr, sehr schön eingetaucht. Der Rodney hat uns das ja schon geschrieben, hey, der DAX wird interessant. Und ihr seht das hier auch im Originalchart, bin ich jetzt hier wunderbar in meine Bänder, in meine Kaufzone eingetaucht. Na, komm, jetzt möchte ich das mal verschieben hier. So, und das ist natürlich hier dann für mich eine durchaus interessante Konstellation. Ja, jetzt lässt sich das nicht verschieben hier in dem Bereich, wo ich durchaus eine Gegenbewegung erwarte. Natürlich weiß ich um die Macht meiner Pivot-Linie.
Ich glaube jetzt nicht, dass der es wirklich schaffen wird, unbedingt an die Centerline hochzulaufen, weil die Pivotlinie doch relativ markant und relativ stark ist. Also er wird diesen Trend weiter nach unten fortsetzen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir unser Pivot-Level hier erreichen. Aber es ist immer eine Phase, wo Gegenbewegungen hier kommen. Und wir sehen zumindest der Verkaufsdruck, der nimmt genau in dieser Zone hier wieder ab. Und da sind sie, die ersten Käufer, die jetzt auch hier den Markt schon wieder mit nach oben pushen. Und damit haben wir natürlich uns einen riesen Marktvorteil geschaffen, dass wir uns hier wirklich diese Umkehrpunkte am Markt lokalisieren können, dass wir da frühzeitig uns hier dementsprechend am Markt positionieren können. Ja, und damit haben wir natürlich einen riesigen Marktvorteil im Vergleich zu allen anderen. Hier sehen wir es auch an unserem Renko-Setup. Auch sehr schön, diese Bodenbildung im Bereich unserer beiden Linien. Die weiße ist jetzt irrelevant für euch. Wir fokussieren uns ja jetzt hier auf die beiden blau gestrichelten Linien, wunderschön reingelaufen, overbought, oversold, passt auch. So, und das mit dem aggressiven Risiko. Ich habe mich hier eingekauft, da ist das Risiko ja einfach raus. Der Trade liegt jetzt zwei Kerzen, sind 4 Punkte, plus das bisschen, was wir hier haben, also im Punkt. Und dementsprechend ist das dann hier natürlich interessant. Trading Stop ist aktiviert und alles, was jetzt noch geht, ist on top. So, Risiko ist raus, das ist mir wichtig. Meine Zielerwartung wäre halt hier auch wieder diese Centerline für diesen Trade. Und da seht ihr, wie schön ihr mit diesem Setup arbeiten könnt. Ja, der Rodney hat sich schon 1% heute Morgen geschafft, macht jetzt Feierabend, trotz der kleinen Bewegung. Genau, das ist der riesige Vorteil. Kleine Bewegung am Markt. Trotzdem kriegen wir immer wieder Handelskonstellationen mit diesen Setups, weil wir uns halt hier die Umkehrpunkte am Markt lokalisieren und dementsprechend da immer noch eine Chance haben, hier im Scalping uns ein paar Punkte mitzunehmen. Das soll zu unserem Education Monday gewesen sein. Ich wandle euch das Ganze natürlich heute wieder um, sollte ab heute Nachmittag wieder bei uns auf der Website stehen. Mit dem Mittwoch-Video gab es ein kleines Problem, das habe ich euch auf YouTube gestellt, aber ihr könnt von der Website direkt auf den YouTube-Link dementsprechend umswitchen. Da steht das mittlerweile dann mit drin. Das packe ich heute Mittag noch rein. Hoffe, hat euch wieder Spaß gemacht. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich muss jetzt erstmal in einen Outdoor-Termin. Ich darf mich auch mal aus meinem Büro rausbewegen. Und ja, Mittwoch und Freitag, die Termine stehen noch mit drin. Ich werde mit Sicherheit auch kurzfristig die Woche immer noch mal in die Märkte gehen. Da schicke ich euch einfach via Skype oder so mal die Spontaneinladung. Wer am Rechner sitzt, der kann sich da einfach wieder mit einloggen. Also da einfach mal gucken, wenn es bei euch im Skype-Account klingelt, dann gehe ich spontan mal wieder ein bisschen am Training. Dann loggt ihr euch einfach mit ein. Wer Fragen hat, einfach via Skype oder sonstiges. Ansonsten euch gute Trades. Schöne Woche, danke für die Aufmerksamkeit, hoffe, es war wieder interessant für euch und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.